So, Freunde, herzlich willkommen zurück zur 100. Schi-Schamstag-Folge, Leute. Scheiße! Junge, das geht was gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? Alter, das ist doch richtig weh. Scheiße! Junge, das geht gar nicht. Das ist eine Scheiße. Da ist auch ein bisschen mehr auf Kohle gegangen. Oh ja. Hab ich was Rotes auf dem Schiff? Boah, Alter! Was ist das denn? Harry Potter! Ehrlich? Aber du musst es so machen! Warum ziehst du die ganze Spiegel? Das rutscht ab! Das rutscht ab! Also, du musst einfach nur gerade gegen den Kopf. Weißt du, wie der macht einfach so was. Vor allem, du sagst mal so Scheiße, das geht. Weißt du, wie schwierig? Ich habe das dreimal versucht oder so, ne? Das ging einfach nicht, weil du rutschst halt einfach ab. Also, da schreibe ich hier schlechte Rezensionen, ne? Das kann nicht sein, ne? Hast du mir gegen den Kopf gehauen? Das ist nicht okay. Ja, lächerlich. Aber da ist ziemlich viel drin, ne? Boah, unnormal viel drin, ne? Ja, Leute. Das sieht heftig aus. Das war, glaube ich, eine der dümmsten Ideen, die ich hatte, ey. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Move hat leider nicht so funktioniert. Dadurch habe ich jetzt mittlere Schädeltrauma. Aber wir ziehen natürlich die 100. Schi-Schamstag-Folge trotzdem durch, Leute. Wir sind auf Start mit Faye und Timo und Bombay natürlich. Und wir haben heute mal wieder einen 187-Tabak für euch dabei, Leute. Den der Timo zu meiner Ehren gekauft hat. Nämlich den 006 Green Lights. Kostet 17,90, glaube ich. Ich merke das so krass. So werden Opfer gebracht, Leute. Nur für Schi-Schamstag, ey. Auch wieder 17,90. Man kann aber nicht weggucken, ey. Ja, krasse Party gewesen hier, ey. Hinterlässt halt seine Spuren. Da fühlen sich alle wieder bluten, ehrlich. Ja, wirklich. Wenn du nochmal einen aufmachst, dann gut. Ist angegeben mit Kiwi. Überraschenderweise. Und haben wir alles gesagt eigentlich, ne? Stimmt. Da machen wir mal ein bisschen Geruch, ne? Ja, riecht nach Kiwi. Also der riecht eigentlich genauso wie der Kiwi Punch von Holster. Also riecht auf jeden Fall nach Kiwi, merkst du mal richtig. Jo. Aber riecht gut. Ja. Ich finde den auch, riecht eigentlich mega gut. Ja. Und der Witz ist eigentlich, Leute, wir haben ja jetzt nach dem 20.05., also das Mentholverbot ist durch. Und der Tabak ist eben auch so mit so einem Schuss Menthol angegeben. Ist uns aber egal. Ich würde sagen, du machst ja keinen Kopf drum. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Ich würde sagen, erster Zug. Aber das kann gar nicht richtig gewesen sein, wie du das gemacht hättest. Weil sonst wäre da nicht so ein langer Stich. Ja, aber das Ding ist sehr cool. Ich bin ja sowieso always am Sweaten. Ne? Also meine Stirn ist sowieso feucht. So, wenn ich dann gegenhau, dann nicht feste genug sofort und vielleicht auch nicht ganz gerade. Du machst das ja mit Kraft so. Dann rutscht er ein bisschen weg. Und so sieht das wahrscheinlich bei mir aus. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt als Kiwi entlarven würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Kiwi ist. Aber man hat auf jeden Fall so eine fruchtige Note. Ja. So eine grüne fruchtige Note. Genau, ja. Würde ich auch sagen. Du merkst auf jeden Fall, dass es so ein grüner Geschmack. Ja, genau. Kiwi wüsste ich jetzt auch nicht so, wie du sagst, zu entlarven. Ja. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Nee, finde ich tatsächlich auch nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt merke ich gar nicht so diese Mentholnote, dass es irgendwie kalt ist. So richtig. Nee. Der ist leicht erfrischend. Das ja. Aber ich habe jetzt gedacht, wegen Menthol, dass der halt schon so ballert, ne? Ja, so kalt ist. Kälterlästig ist. Ja. Mhm. Aber ist der nicht schon. Ich muss sogar sagen, den Kiwi Punch, den habe ich jetzt nicht so richtig als gefühlt. Ja, nicht so richtig gefühlt. Ja. Der hat so eine grüne Note, die irgendwie für mich jetzt selber ansprechender ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Ob der ist so ein bisschen süßer. Ja, aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob das gibt's bei Kiwi da einen großen Unterschied. Ich finde sogar eigentlich. Allgemein sind der Kiwis eigentlich auch eher süß. Ja, aber ich fand den Kiwi Punch eigentlich süßer. Echt? Oder intensiver. Also ich weiß nicht, ob okay, süßer, aber... Ja, okay, aber ich glaube, das kann sein, weil wenn es für dich intensiver war, dann war ich glaube, du warst ja auch nicht so ganz von dem angetan, nee, ne? Nee. Da waren wir ja auch so, das ist so ein bisschen ja, kritisch, aber ich finde der vielleicht, gerade weil es zurückhaltender ist, ja, genau. Die Note, ist er dann im Endprodukt viel besser, weil ja. Weniger mehr ist bei der in dem Fall zumindest. Der hat so den Erfrischungsfaktor, hat der irgendwie viel mehr. Also ich finde den so mega nice, weil halt grün, das ist voll mein Ding, ne? Grün bei Tabaks finde ich total geil, diese grüne Note. Ja, aber auch so, also ich finde, du kannst richtig
leicht ziehen. Ja. Auch gerade, wo so ein bisschen anfing heiß zu werden. Mhm. Du hast nicht so eine Hitze im Hals gemerkt oder so ein verbranntes Kratzen. Nee, genau. Ja. Da war echt so locker, so luftig leicht. Und bis jetzt kann ich da eigentlich gar nichts zum Meckern finden oder sagen oder eher gesagt zum Kritisieren, weil Meckern ist jetzt sehr hart ausgedrückt. Ich sowieso nicht, ich finde den echt nice. Also, ja. Kiwi plus Erfrischung ist das für mich so. Da kann natürlich auch sein, dass gerade halt Konfetti da drauf geflogen ist und wir das geschmeckt haben. Ja. Weil da oben liegen halt Konfettis drauf, so, die verbrannt sind. Nice. Das gibt nochmal so einen extra Kick, Leute, kann ich nur empfehlen. Bisschen würziger dann. Ja, genau. Ja, Raucherstufe. Ich würde sagen, grün. Ich bin auf euch gespannt. Also ich finde jetzt nicht als irgendwie anstrengend zu rauchen, wie schon gesagt. Der lässt sich mega leicht ziehen. Und da ist ja jetzt auch nicht irgendwie so eine krasse Kombination, die du jetzt nicht vielleicht zuerst rauchen solltest. Deswegen, also ich würde sagen grün. Ich würde dem auch grün geben. Grün, ja. Ja, also, grün für grün? Grün für grün, genau, passt. Also grün. Kaufempfehlung? Ich würde eine geben. Ich sowieso. Ich auch. Für mich gibt es irgendwie kaum was Geileres als so grün im Tabak. Also auf jeden Fall Kaufempfehlung. Bewertung? Wenn ich mir die Nase abschneide, dann Todfeinde. Wieso? Verstehe ich. Harry Potter, wegen Voldemort. Was? Das Schöne ist, ich sehe das jetzt gerade nicht. Ich fühle das halt nur ein bisschen. Ich werde mich wahrscheinlich kaputt lachen, wenn ich das schneide. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich ja also wirklich wie so eine Stirn, die strafft. Also ist das eher so ein Brennen oder hast du so einen Druck auf dem Kopf? Ne, Brennen habe ich nicht. Die Haut strafft so, also auf der Stirn. Und wenn ich so mache, dann merke ich wohl. Zum Glück haben wir keine China-Bilder oder so gekauft, weil hätte ich wohl damit gemacht. Bewertung? Also ich bin halt weit oben, aber da bin ich ein bisschen parteiisch. Weil der dieses Grüne hat. Also ich bin bei mindestens 4. Weil vor allen Dingen auch, das ist halt, also Kiwi ist halt für mich was Außergewöhnliches in Shisha-Tabaks. Hast du halt wirklich selten. Ja. Ne? Und wenn du das dann noch hast, mit so einer nice, erfrischenden Note, wie das jetzt bei denen der Fall ist, ist das für mich 4 bis 4,5 irgendwo so. Also 4 würde ich auf jeden Fall auch geben. Safe. Also zu 4,5 würde ich mich vielleicht hinreißen lassen, wenn jetzt noch ein paar krasse Argumente kommen sollen. Aber so jetzt von mir selber würde ich, glaube ich, jetzt eine 4. Ja, ich hätte auch gesagt 4. Ja, ich meine, mit 4 bin ich definitiv zufrieden. Ich meine, schmeckt schon eigentlich gut. Ja, der schmeckt schon gut. Und wie gesagt, es ist halt ein bisschen was Außergewöhnliches, ne? Ja. Ja. Ist nicht wie immer so Pfirsich oder halt Maracuja oder so, was man in jedem zweiten Fruchttabak drin hat. Und dann hat man wieder eine nice Kiwi. Also 4 Sterne? Machen wir 4 Sterne. Ja, Leute, dann haben wir den Green Lights von 187. Auch abgeschlossen mit dem Test, schneidet sehr gut ab, 4 Sterne kriegt er, Kaufempfehlung geht easy raus und ist auch für Anfänger geeignet, Leute, dadurch, dass er so echt angenehm erfrischend ist und ist halt mal was Außergewöhnliches mit Kiwi. Dann kommen wir zum Outro, Leute, ihr könnt wie jeden Monat bei uns einen 20€ Einkaufsgutschein bei Shisha World gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur das Codewort, was wir in den Folgen sagen, in die Kommentare hauen, dann nehmt ihr teil. Und das Codewort für diese Folge lautet 10 Punkte für Gryffindor. Aus gegebenen Anlass. Ja, und damit sind wir wieder raus. Das waren 100 Folgen Shishamstag, Leute. Auf die nächsten 100. Was ich nicht hoffe, weil vielleicht überlebe ich das dann nicht. Wer weiß, was dann passiert. Wäre schön, euch auf jeden Fall bei den nächsten 100 auch begrüßen zu dürfen, Leute. Macht es gut. Schön, dass ihr da seid. Ja, bis dahin. Danke für alles. Gut drauf. Wir sind raus.